Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, das ich nicht alleine angehe. Das kann ich gleich verkünden, denn dabei ist der Alex Schnattermann 85. Yay! Und es wird wieder Zeit zu wimmeln. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Es ist ja schon eine längere Zeit her, dass wir zusammen gewimmelt haben. Das ist richtig. Das letzte Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben, war ja Sherlock Holmes. Und das ist ja doch ein bisschen was anderes. Und jetzt bin ich gespannt, mal wieder ein paar Objekte zu suchen. War unser letztes Let's Wimmel Frankenstein? Oha, das, dieses ganz, ganz Gute, meinst du? Ja. Ich glaube, es kann sein, dass es das war, ja. Hieß es nicht Frankensteins Bride? Ich glaube tatsächlich. Weißt du, jetzt kommt Erinnerung und oh, und Gott. Ja, denn wir spielen Grim Tales, die Braut oder The Bride. Und dieses Spiel verdanke ich dem lieben Bond 1104 alias Benjamin oder umgekehrt. Der das mir zum Geburtstag geschenkt hat und nochmal vielen lieben Dank dafür und wir werden uns da jetzt gleich mal reinstürzen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich auch nicht. Grim Tales, ja, deutet ja so ein bisschen auf die Märchen der Gebrüder Grimm hin. Das soll aber eher gruselig sein anscheinend. Ich glaube, es gibt auch eine Reihe. Also ich glaube, Grim Tales gibt es tatsächlich mehrere Sachen. Nicht nur Wimmelbildspiele, bin ich der Meinung. Es gibt auch so Adventure-Reihe, gibt es glaube ich auch von Grim Tales. Es gibt glaube ich auch eine Serie. Aber das kann auch sein. Wie auch ja, immer. Ja, es gibt eine Serie, die heißt Grimm, die habe ich, ja. Ah, okay. Aber die hat mit dem Märchen Grimm eigentlich nichts zu tun. Okay. Ja, hier ist übrigens unser Mauszeiger, den wir vom Spiel quasi gestellt kriegen. Also diesmal kein roter Kringel oder so. Mhm. Und wir haben eigentlich uns auch schon alles soweit hier angeschaut. So viel gibt's ja nicht. Aber ich möchte euch noch zeigen, dass wir beim Spielmodus uns schon eine Entscheidung, ja, die haben wir schon vorweggenommen. Ja. Wir spielen nämlich auf schwer. Ja, weil wir es einfach können. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Dieser Modus ist für jene, die in die Rolle eines echten Detektivs in einem echten Fall schlüpfen wollen. Es gibt keine Tipps, kein Überspringen und kein Hinweisfunkeln. Ja, eigentlich hätte nur stehen müssen, dieser Modus ist enorm. Ja, und er gibt dir überhaupt nichts an Hilfestellungen. Mhm. Und deshalb, toll, vielen Dank. Ah, du hast vor kurzem meinen Stream angeschaut, Stander. Das ist aber schön. Ja, an dieser Stelle grüße ich ganz lieb den Dave und den Rick, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade fleißig in Berlin demonstrieren. Richtig. Und Einhörner jagen. Mit Livestream sind sie dabei. So ist es. Und das haben wir uns gerade noch angeguckt. Aber jetzt zurück zu Grim Tales. Wir haben uns ja, wie gesagt, hier schon alles soweit angeguckt und eingestellt. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit dem Spiel los. Ich habe mich hier für den Profilnamen Asch entschieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle Beteiligten. Also ich kann damit leben. Du bist der einzige Beteiligte, also passt richtig. Das. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob da jetzt vielleicht noch eine Anfangscutscene kommt und starten los. Vielleicht dürfen wir wieder Rollen sprechen. Bestimmt. Oder Soundausgabe. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, ja. Haben wir doch gerade schon. Ey, da waren jetzt vier Sätze Story und voll das Drama, alles im Arsch so ungefähr, voll die Horrorgeschichte aufgebaut. Und wir haben sofort nach einer Sekunde gewusst, wir haben keine Soundausgabe. Ja, ja, aber trotzdem heftig. Das waren vier Sätze, das wäre schon Stoff für den ganzen Film gewesen. Ja. Echt? Tja, warum haben wir uns eigentlich für schwer entschieden? Wenn wir jetzt nochmal vor die Wahl gestellt werden. Wir wollen keine interaktive Hilfe erhalten. Nein, nein, nein. So schwer wird es schon nicht werden. Oder ist es das Tutorial? Nee, das brauchen wir auch nicht. Wir haben Inventar, müssen Sachen anklicken und gut. Ja, wir sind nicht doof. Ist ja nicht unser erstes Let's Wimmel. Genau. So. Wir haben ein Inventar. Das ist ein Kellner? Nee. Ein Kellertor. Ein Kellertor. Wir haben ein Kellertor, eine Tür, eine Uhr. Die Uhr. Uhr. Ich weiß nicht mal, wo das herkommt. Helge Schneider. Na toll. Zeige ich dir irgendwann warum mal. Warum kenne ich das dann überhaupt? Weil ich das immer sag. Und ein Werkzeugkasten. Haben wir noch irgendwas? Nö. Ich finde, Werkzeugkasten klingt schon immer gut. Es klingt schon wieder so, als würden wir was kriegen und was wimmeln können. Genau, da kriegen wir Geraffel. Oh ja. Oh ja. Okay, es ist ein ganz klassisches Wimmel. Ja, da ist der Apfel. Den habe ich auch gerade gesehen. Erstmal lesen, was wir überhaupt brauchen hier. Ich reg mich jetzt schon wieder auf.
Über den Schraubenzieher. Ja, ganz genau. Das habe ich erst wieder gesehen. Hier. Ich suche gerade, ob es einen Käfer gibt, aber nee. Weil ich sehe links in der Ecke einen Käfer. Und den... Vielleicht solltest du erst auf die Begriffe gucken, die wir brauchen. Ja, ist ja gut. Ich meine, du kannst es auch umgekehrt machen. Ich mache schon mal weiter hier. Ich sehe das Schwein. Ja, Entschuldigung, ich... Ein Reliefstück wird gesucht. Schöne Grüße an Längster. Ja, Relief. Okay, jetzt wird es langsam doch kritisch, ne? Ist das das Reliefstück? Das ist es. Das war für mich. Ach, das Schwein ist, glaube ich, eine Maus in der Mitte der Kiste. Das ist eine Maus, ja. Für mich war das ein Schwein. Das Schwein. Oh, den möchte ich auch mal wieder gucken. Der ist toll, der Film. Brot ist auch natürlich relativ einfach. Schnell zu finden. Das ist ein tolles Wimmel. Ich mag das jetzt schon. Ich finde die Sachen. Ich glaube, die Schere ist diese Astschere, die da liegt. Genau unter dir links. Jetzt genau unter dir. Noch weiter. Weiter. Diese. Rechts. Ich sehe es nicht. Da. Na, tiefer. Da. Ach, da. Die ist doch schon so groß. Das ist eine Scheiße. Da, links, rechts, tiefer. Toll. Ja, was soll ich denn machen? Lass dir was einfallen. Lupe, Ring und Pinsel. Ein Brush. Ein Guybrush. Ja, da ist ein Pinsel, genau wo du bist. Ja. Ist hier eine Faunfeder. Das hilft uns nicht weiter. Lupe und Ring. Da ist der Ring. Ja, ist die Frage, wie groß ist denn die Lupe? Es scheint eigentlich relativ. Ah, naja. Links. Links. Runter. Ganz groß und deutlich, ja. Du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Dieses Objekt sieht nützlich aus. Das ist das Reliefstück. Genau. Also diejenigen, die es jetzt wirklich nicht wissen, es ist ein Relief, ne? Also nicht, dass ihr es jetzt falsch lernt. Ja. Muss man aufpassen. Ein bekannter Let's Player, den wir jetzt in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnt haben, hat mal in einem Let's Play immer Relief gesagt. Ja, das war sehr lustig. Okay. So. Wir haben, das kommt ich natürlich weiß, hier in die Tür, ne? Genau. Aber wir können uns trotzdem gerne noch die Uhr angucken und den Keller. Ich gucke erstmal den Keller. Da brauchen wir eine Zange oder so, oder eine Schere. Ja, ich glaube, wir haben ja noch nichts weiter. Wir haben ja nur das Relief mitgenommen. Ey, oh, ich muss mir das abgewöhnen. Das Relief. Ja. Okay, also da geht noch nichts. Die Uhr? Die Uhr. Da brauchen wir wohl Zeiger. Oder wir brauchen 12 Relief. Oder wir brauchen einen kleinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, so wie es da steht. Okay, machen wir das so. Aha. Ja gut, ich glaube, wir können da noch nichts machen. Da brauchen wir Speerspitzen als Uhrzeiger. Aha, und Schlüssel. Einen Schlüssel. Gut. Da ist das Inventar. Soll ich mal gucken, was es beim Menü zu gucken gibt, oder? Nee. Dann nicht. Ja, nicht, dass da irgendeine wichtige Funktion ist, von der wir nichts wissen. Ich denke, wir gehen jetzt einfach in die Tür rein. Wie kommt man eigentlich hier wieder raus? Ja, so. Irgendwo hinklicken. So. Geht doch recht einfach. Schön. Sehr schön. Hinein. Was ist das? Ein Schmetterling. Wenn ich da mit einem... Was sieht nichts? Der kannst du nicht anwählen. Ja gut, dann werden wir wohl erstmal drinnen weiter fündig werden, denke ich, ne? Ich denke auch. Ich denke ja, Elke. Mhm. Ui. Ui. Schön. Ui. Soll ich? Ja. Ich biete dir eine seltene Gelegenheit an. Ich werde dich zu bestimmten Momenten in Visas Erinnerung zurückbringen. Und du kannst das Rätsel um ihren Tod lösen. Du wirst die Gelegenheit haben, Luisa zu retten. Denk, sie ist tot. Scheiterst du bei der Reise durch ihre Erinnerung, werde ich deine Seele holen kommen. Möchtest du dies auf dich nehmen, um deine Schwester zu retten? Nein. Lassen das jetzt einfach. Zuerst musst du in Luisas Zimmer gehen und ihr Tagebuch finden. Jawohl. Die war unsere Schwester, ne? Ja, genau. Vermute ich. Es hieß ja, unsere Schwester ist an dem Hochzeitstag irgendwie geschossen worden, ins Wasser gefallen, tot. Ja. Der monströse Kaufmann, was stand da? Das konnte ich jetzt schnell gar nicht lesen. Ich habe das auch nicht lesen können. Das war plötzlich weg. Der hat unsere Schlüssel hinterlassen, auf jeden Fall. So, der ist wahrscheinlich für die Uhr, aber wir brauchen ja noch Zeiger. Richtig.
Und hier ist ganz viel, was wir angucken können. Also der Kamin auf jeden Fall, das Ja, Regal. Regal, das Regal ist schon mal Klavier. gut. Fangen wir mal mit dem Regal an. Und so kommen wir wieder raus. Und da ist wohl ein Tatort. Ja. Also Tatortabsperrung. Ich Ich würde würde mit mal. dem Regal anfangen. Ich hätte jetzt mit dem Kamin angefangen, aber wir können auch das Regal Wir können zuerst auch das Kamin nehmen. nehmen. Aha. Okay, das ist also ein Rätsel, das wir lösen müssen. Das Wort haben wir noch nicht, deswegen lassen wir es erstmal. Ist ja nicht Luisa. Das könnte sogar sein, ne? Das wäre jetzt ein bisschen einfach, Soll ich oder? das probieren oder? Boah. Nur wenn es ein A. Ne, gibt aber Nee, kein U. es gibt ein Dann V. lassen wir Nee, es. dann Dann lassen lassen. wir. Genau, wir gucken erstmal, was wir sonst noch hier haben. Auf jeden Fall eine Ballerina. Ballerina. Ballerina, Ballerina. Ja. Alf. Ja. Entschuldigung. Kamin. Oder liegt was? Ich muss zuerst das Feuer löschen, bevor ich in den Kamin greifen kann. Okay, wir brauchen also Wasser. Wir brauchen Wasser, 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 Wasser Wasser überall. überall. Das wird, glaube ich, für die Zuschauer ein sehr anstrengendes Let's Play. Wahrscheinlich. Ui, das sind Tasten mit Symbolen drauf. Aber ich habe noch keine Kombination. Ich muss einen Notenschlüssel suchen. Da gibt's Spinnweben. Mhm. Okay, also ich glaube, es geht erstmal draußen. Nee, wer mit dem Schlüssel, der ist ja wirklich nur für die Uhr. Weiß ich nicht. Warte mal, da ist Vielleicht noch ist eine es. Tür. Ah, da, Vielleicht vielleicht ist. da der Schlüssel für. Ja. Er hat ja gesagt, wir sollen ihr Tagebuch finden. Wow. Hohohoho. Ja. Also im Moment muss ich sagen, es ist ein ganz, ganz klassisches Wimmel, so wie wir es kennen, auch von der Optik her. Das Kästle. Erkästle. Schmuckkästle. Eine Aussparung für eine Rose. Okay, also brauchen wir auch noch eine Rose. Wir brauchen schon eine ganze Menge Sachen. Ja, Kissen. Das ist das Ah, Tagebuch. das ist viel einfach. Hui. Achso, jetzt reisen wir in ihre Vergangenheit, ne? In ihrer Erinnerung, ja, die Ja. müssen wir irgendwie schaffen. Du hast, das hast du gut gemacht. Du bist Gut dem gemacht. Tag, was? Gut gemacht. Du bist zu dem Tag zurückgereist, an dem John Gray Luisa einen Antrag machte. Ein Ring war schon immer ein Symbol für Liebe und Hingabe, doch dieser ist dein Portal zur nächsten Erinnerung. Ein Portschlüssel. Bei John Gray habe ich eben so aufgesprochen, weil bei dem Spiel Cold Winter gibt es eine Figur, die heißt John Gray. Ach, tatsächlich. Ja. Oh, Cold Winter habe ich mir bei dir noch gar nicht angeschaut. Ich glaube auch nicht, dass es das damit zusammenhängt, weil das passt eigentlich gar nicht zusammen. Wir können wimmeln. So. Die Holzfigur guckt oben aus der Decke. Ich wusste noch nicht gar nicht, dass wir eine Pilze brauchen. hängen links im Gebüsch. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß dabei, eine Schneeflocke zu finden. Die finde ich, ist kein Problem. Da ist sie. So eine große, habe ich nicht mit gerechnet jetzt. Parfümengel Schwein. Da ist ein Schwein. Die Mupfel liegt, glaube ich, auf der Nähmaschine. Diese Puderdose. Ist das eine Mupfel? Wir brauchen beides. Wir brauchen eine Puderdose und Oh, eine das habe Mupfel. ich gar nicht gesehen. Ja, oben bei der Ach, Nähmaschine. da. Es war die Puderdose. Richtig. Engel, Birne, Auge, Sonne, Mupfel und Parfum. Das hört sich schön an. Ja, ich kann das. Ist das die Birne? Könnte sein. Nee, das ist. Ja doch, aber warum hat ein Eichhörnchen eine Birne in der Hand? Ich dachte, erst wäre eine Nuss. Ich fand, es sah ein bisschen aus wie so diese Kapsel aus dem Überraschungsei. So eine Kapsel. Diese gelben Dinger Ach, in die. den. So, Gott, ja. Der Engel hängt übrigens ganz groß an der Leine da, rechts am Busch. Das Auge sehe Auge. ich ehrlich gesagt noch nicht. Also. Aber wahrscheinlich sieht es dich. Möglich. Auge, Sonne, Muschel und Parfum. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Da ist das Auge. Ach, guck an.
Parfum ist doch bestimmt so ein Fläschchen, so ein Flakon-Ding, ne, oder? Ja, das denke ich mir auch. Das da unter dem Kameramann, ist das ein Parfum? Nee, Unter ne? welchem Kameramann? Da ist ein Mann mit einer Kamera in der Hand, ziemlich mittig im Bild. Ach da, Und das da, hier? das da, ja? Ach, ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob man falsch klicken kann, lieber nicht. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen näher hingehen, um die Details ein bisschen besser zu sehen. Bei der Sonne bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo die sein soll. Da ist die Muschel. Oh, okay. Wo ist denn hier eine Sonne? Sonne und ein Parfum. Ich sehe viele Dinge, aber eine Sonne? Die ist bestimmt irgendwie so eingraviert oder irgendwie Ja, sowas. genau, so wie das, wie die Schneeflocke so Ja, irgendwie. genau. So irgendwo drüber gelegt oder so. Was ist das denn hier? Es könnte eine Sonne sein, eine Metallsonne. Boah, okay, gut. Dann ist Ja. das hier vielleicht das Parfum oder Kann das? auch. Dann das untere vielleicht eher. Ja. Gut. Ey, alles gefunden. Ja, alle versteckten Hinweise. Ja, ich glaube, vorher geht's ja auch gar nicht weiter. So eine halbe Sonne haben wir schon. Okay, John Grace Hunt. Aha. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da erst ein Herz einsetzen, da unten, damit Ja. es aufgeht. Okay. Also, wir müssen noch immer die zweiten Sonnending Wir finden. können hier Zur zur Kirche Kirche. gehen. Was? Eine Fackel Eine Fackel? mitnehmen. Wir können darin nasses Holz verbrennen. Das würde Qualm erzeugen. Aha. Also vielleicht brauchen wir das irgendwann. Ja. Haben wir noch was? Wenn nicht, dann gehen wir halt zur Kirche. Ich guck noch mal. Luisas Hand. Da brauchen wir auch anscheinend was. Da fehlt der Rubin. Ja. Wir haben viele Sachen finden hier, Moment. ne? Dieser Handschuh riecht noch nach ihr. Okay, dann brauchen wir den wahrscheinlich irgendwann. Aber erst müssen wir wahrscheinlich das Armband öffnen und dazu brauchen wir den Rubin. Könnte ich mir Aha. vorstellen. Okay. Ja, dann gehen wir zur Kirche. Zur Kirche. Oh, das Skelett hat was um den Hals. Ein Medaillon oder so. Ja, dann nimm es doch. Es ist sogar ein Medaillon. Ja. Ah, da ist es da Aber wir müssen den angespannt. Ja, runterlassen. Okay. genau. Da, genau. Da war doch gerade was. Termitenhügel. Ah ja. Ist da oben rechts was im Bild? Tatsächlich. Das sah halt so markant aus. Und am Eingang haben sich Termiten angesammelt. Vielleicht kann man die noch einfangen. Wir Vielleicht müssen müssen wir irgendwann. hier mit allem wohl was machen. Wahrscheinlich müssen wir das mit Holz wieder wegfressen oder so, keine Ahnung. Können wir vielleicht in die Kiste. Warte mal, was Da ist liegt das auch hier? noch was, ja. Oh Gott. Ein Zahnradrätsel. Ohohoho. Haben wir denn schon alle? Nein, Ja. eins fehlt noch, Ja, unten fehlt okay. noch eins. Ja, dann gehen wir noch mal raus, Ja. weil das hat jetzt keinen Sinn. Wie, eigentlich ist der Part doch so gut wie rum, aber ich hätte halt gerne noch irgendwie so ein Rätsel geschafft oder so. Ja. Da kommen wir zum Friedhof. Da können wir auch mal hingucken. Ja, aber ja. Oder zur geschlossenen Tür. Das, den Türklopfer haben wir gerade eingesammelt. Das Das ist war dieses Teil richtig. da. Klopfen wir mal. Ohohoho. Ja. Okay. Zum Keller? Da ist der Ich Priester. würde mir mal kurz den Priester noch angucken. Ja, dann reden wir mit dem Priester. Reden wir mit ihm. Ich glaube, der sagt nicht mehr so viel. Der ist, glaube ich, tot. Warum kann man nicht einfach mal was nehmen? So wie den Kelch. Der Heilige Gral. Kannst du den Bart nehmen? Sieht so falsch Der aus. Priester sieht bedrückt aus. Ja. Ja. Hat nicht seinen besten Tag heute. Ja, ich glaube auch. Es liegt bestimmt auch nur an dem Medaillon und nicht daran, dass er tot ist. Nein. Was haben wir denn hier noch? Eine Hellebarde.
Können wir die mitnehmen? Was sie mich schon immer gefragt haben, gibt es eigentlich auch eine dunkle Bade? Entschuldigung. Das war, als du angefangen hast, mit was ich mich schon immer gefragt habe, wusste ich schon, was gleich kommt. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge weiterforschen. Ich finde es jetzt schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Wir kriegen das wieder gut hin. Ich glaube auch. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei bei Grim Tales The Bride. Würde mich freuen. Mit dem Alex und mit mir. Ja, bis dann. Tschüss. Mhm.